So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen. Heutigen Video, neue Powerbank von der Firma All Powers, die R1500. Holen wir jetzt direkt raus, schauen wir uns mal an. Zusätzlich gab es noch ein 100 Watt flexibles Solarpanel, nicht faltbar, aber flexibel, mit dazu. Das hole ich gleich auch noch. Steht da drüben, habe ich gerade vergessen. Geschnürt. So, geht direkt auch los von oben. Ladekabel, Kaltgerätstecker, Better Life Bedienungsanleitung und ein Tipp. Stell das Ganze mal hier runter. Jo, preislich aktuell liegt die Kiste bei 680 Euro. 682,48. Normalpreis 999 Euro, aber ihr wisst ja, wir haben Black Friday Week, Cyber Week und was auch immer für eine Week. Und da ist alles günstiger. Zusätzlich schaut unten in der Videobeschreibung vorbei, müsste ein Rabattcode drin sein. So. Also, was kann die Kiste? Hat 1152 Wattstunden, um genau zu sein, auf die Wattstunde genau. Hat einen Output von 1800 Watt Nennleistung. Die Spitzenleistung liegt noch ein bisschen höher. Kurzzeitig kann das Gerät auch mal mehr. Dann haben wir hier oben zwei Möglichkeiten für Wireless Charging mit einem Output von 15 Watt. Und das ist schon nicht übel. Vor allem zwei von den Dingern. Hier an der Seite hätten wir einmal den Sicherungsbutton, den Eingang für Solar und fürs normale Laden für den Kaltgerätstecker. Also sprich, unter der Klappe sind die Lademöglichkeiten. So. Andere Seite. Möglichkeiten zum Erweitern des Ganzen. Es gibt auch noch so Zusatzakkus beziehungsweise Zweitgeräte, die könnt ihr anschließen. Würde dann hier über diese Ports erfolgen, an der anderen Seite, wenn man vorsteht vom Gerät rechts. So, schauen wir mal kurz rein. Vor allem das Display interessiert mich. So. Dort haben wir nämlich dann Input, Output, Remaining Zeit, also wie lange hält die Batterie unter dem aktuellen Status noch aus, wie lange braucht sie zum Laden, wenn jetzt 100 Watt reinkämen, oder wie lange braucht sie oder hält sie durch, wenn wir jetzt entladen. So, in diesem Standby-Modus würde das Ganze jetzt noch 9 Tage durchhalten, was ja schon mal eine ganze Menge ist, aber wäre ja dann eine Selbstentladung. Dann haben wir hier den klassischen Zigarettenanzünder. By the way, mal eine Frage. Was könnte man denn da dranhängen? Wofür wäre das geeignet? Ich persönlich habe kein einziges Gerät, was einen Zigarettenanzünder hat. Wenn ich eins habe, dann ist es auch fürs Auto. Vielleicht wisst ihr da was, vielleicht habt ihr da was. Vielleicht ist es beim Camping irgendwie eine große Nummer, dass diese Zigarettenanschlüsse öfters mal gibt bei irgendwelchen Campinggeräten. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier oben zweimal USB Typ A mit 18 Watt Output, zweimal USB Typ C mit 100 Watt Output. Wir müssen die einzelnen Felder immer aktivieren. Also wenn ihr jetzt was aus diesem, von diesen vier Ports hier verwenden wollt, müsst ihr das Ganze einmal so starten, dass die LED da leuchtet, sonst kommt nämlich auch kein Strom raus. Ebenso gilt das nicht für den Zigarettenanzünder, ne, der hat keinen separaten. Oder aber auch für die Schüko-Stecker, da haben wir 4 Stück an der Zahl. Und steht da auch noch was drauf zur Output-Leistung? 1800 Watt reine Sinus. Ja, das sind die 1800 Watt, wie eben schon erwähnt. So, da haben wir 4 Stück mit einer guten Gummidichtung. Mit 1800 Watt sollte man also schon einiges anfangen können. Also wenn ihr 1800 Watt daraus zieht, dann hält die Kiste sowieso nur so um die 30 bis 40 Minuten. Dann ist sowieso Ende.
Aber ansonsten, wenn ihr irgendwie ganz normal die Kiste benutzt, um so einen kleinen Kühlschrank zu betreiben, der zieht so 50 bis 100 Watt, dann wären das 11 Stunden Laufzeit. Wenn ihr einen Laptop da dran im Standby-Modus laufen lasst, dann wären das so ungefähr 11 Stunden auch. Handy laden könnt ihr, keine Ahnung, wenn die Kiste voll ist, hier gewiss, braucht so ein Handy 50 Wattstunden, dann könnt ihr gewiss locker 20, 30 Mal euer Handy laden. Nur mal so, damit ihr einen Überblick habt, wie groß die Kapazität ist. Das sind ja 1,15 kW so gesehen. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Nicht besonders viel. Verarbeitung ist von All Powers technisch hauptsächlich Plastik, aber gut, dick, massiv. Die Kiste wiegt auch ordentlich was. Und ich hole mal gerade noch das zugehörige Solarpanel. Denn das gibt es auch als Set zu erwerben. Scheinbar hat All Powers mir das als Set zugeschickt. Das wusste ich nämlich erst überhaupt nicht, dass das Panel noch mitkommt. Das packen wir mal gerade aus. Ich habe davon ja schon ein Video gemacht mit den 200 Watt Panels. Die benutze ich als Balkonkraftwerk und das klappt wirklich richtig gut. Die Dinger habe ich einfach an die Terrasse geschraubt und war dann fertig. So. Einmal Kabel, ganz normalen Schüko-Stecker mit dabei. Dann immer dabei bei jedem Set sind die diese Klettbänder. Damit könnt ihr das mit Klett irgendwo festmachen und auch schnell und ordentlich wieder abmachen. So, und zum guten Schluss das 100 Watt Solarpanel. Ich tue mal gerade die Kartonage auf Seite. So. Das hätten wir dann hier. Und was ich eben meinte, ist halt, das ist bis zu 90 Grad biegbar. Also so. Weiter solltet ihr es nicht machen. Ihr könnt es also quasi irgendwie auf euren Camper fixieren. Oder irgendwie anders. So, jetzt haben wir hier ja dann die Möglichkeit, die Box auch per Solar zu laden. Dann zeige ich euch das mal noch ganz kurz. Der Stecker ist in jedem Lieferumfang mit dabei. Und das ist immer sehr nice. So, hier haben wir die ganz normalen Solarstecker. Passt ja auch nur dementsprechend zusammen. Und dann haben wir hier den Solarstecker, nenne ich ihn immer, der heißt XTR oder so. Der kommt dann einfach hier an die Seite rein und schon fängt die Box automatisch an zu laden. Also die zwei noch hier rein. So, und dann könnt ihr das Ding in die Sonne klatschen und könnt mit bis zu 100 Watt schönste Solarenergie laden. Ja, die Box ist auf jeden Fall vielfältig einsetzbar, gerade weil sie relativ leicht ist, eine hohe Kapazität hat, einen sehr hohen Output im Vergleich zu anderen Solarbanks, die ein bisschen günstiger sind. Die haben meistens nur so 200, 300, 400 Watt Ausgang. Hier habt ihr 1800, da könnt ihr auch schon mal ja, irgendwas Größeres an Maschinen dran machen, ohne dass ihr da Probleme bekommt bzw. die Kiste notabschaltet. Zum Solarmodul kann ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar haben wir hier ein maximales Output von 100 Watt plus minus 5%. Das Open Voltage sind 30,6 Volt, alles immer plus minus 5%. Dann haben wir 4,58 Ampere. Maximum Output sind 25,5 Volt. Maximum Output Current ist 4,17. Maximale System Voltage ist 120 Volt. Da ist nicht mehr mit plus minus 5%. Und die durchschnittliche Effektivitätsrate sind 22-25%. Und das Ganze ist IP68. Also ihr könnt das Ding quasi in den Regen schmeißen. Geschützt bzw. geprüft. Ja.
Also, was soll ich sonst noch hierzu sagen? Preis-Leistungstechnisch ist das Teil gerade auf jeden Fall ein absoluter Kracher, weil es im Angebot ist für 682,48 Euro und ihr könnt gerne den Gutscheincode unten aus der Videobeschreibung noch verwenden, supportet mich und den Kanal so. Und ansonsten würde ich sagen, soll es das gewesen sein zur R1500 und ich kann nur noch sagen, klicken, liken, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.